Das Trainingslager des VfB Stuttgart neigt sich dem Ende zu. Wir stehen hier vor dem Teamhotel. Da wird die Mannschaft am Samstagmorgen abfahren, aufbrechen Richtung Fügen. Da steht dann ein Testspiel gegen Young Boys Bern an. Schweizer Meister, richtiger Prüfstein. Das Spiel gibt es bei uns im Live-Ticker. Könnt ihr auf der SCZ, SCND oder in der MeinVfB-App verfolgen. Für uns ist es Zeit, so ein kleines Fazit zu ziehen. Ja, wir haben heute nochmal mit dem Trainer gesprochen, der auch schon so ein bisschen bilanziert hat, der sich sehr zufrieden gezeigt hat über das, was er hier gesehen hat von seiner Mannschaft, von seinen Jungs. Sie nehmen so langsam aber sicher das Spielsystem an, adaptieren die Vorstellungen, die der Trainer hat. Und nichtsdestotrotz, auch das hat er gesagt, muss man natürlich sehen, es ist noch lange nicht alles Gold, was glänzt. Sowohl der Trainer als auch Hitzlsperger betonen, wir haben noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns, bis dann wirklich mal das, was Trainer Tim Walter in den Spielen sehen wird, von seiner Mannschaft, dieser radikale Ansatz, bis er dann wirklich mal umgesetzt und implementiert ist in dieser Truppe, die sich auch noch so ein bisschen findet. Ja, wir haben momentan einen relativ großen Kader, die Transferphase ist noch gar nicht so richtig ins Rollen gekommen, zumindest in den oberen Ligen nicht. Das bedeutet, der Kader des VfB wird mit Sicherheit zum Ligastart nicht so aussehen, wie er sich jetzt gerade gestaltet. Nach dem Spiel gegen Bern gibt es für die Jungs ein, zwei Tage frei. Dann geht es Anfang nächster Woche, wahrscheinlich gegen Dienstag, geht es in Stuttgart weiter mit den Trainingseinheiten. Und am Freitag folgt dann schon der nächste Aufbruch, nämlich nach St. Gallen in die Bodenseeregion der Schweiz. Da wird es dann nochmal ein längeres Trainingslager geben, erstmal 8-9 Tage vor Ort, auch nochmal zwei Testspiele. Und auch wir sind natürlich wieder da, berichten von vor Ort, berichten täglich in unserem Live-Blog von den Aktivitäten rund um den VfB Stuttgart mit vielen Geschichten, Videos, Bilderstrecken, Interviews, alles eben, was wir den Lesern zu Hause so bieten können für diese zweite Trainingslagerphase, die beim VfB noch ansteht. Bis dahin!